Liebe Freunde, wahrscheinlich gehören Sie auch zu den ganz Bösen in diesem Land. Sie benutzen möglicherweise Wohnraum, der für Sie viel zu groß ist. Oder Sie haben sich vielleicht vor ein paar Jahren ein Häuschen gekauft, je nach Ihrem Alter, und jetzt ist das vielleicht abgezahlt. Und da wohnen Sie jetzt vielleicht nur noch zu zweit drin. Sie sind ganz, ganz böse. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, wir nähern uns wieder Verhältnissen wie in der früheren DDR. Und zwar ganz langsam, aber sicher. Der Staat fordert es immer mehr, dass Sie als böser Rentner oder vielleicht als böser Gutverdiener in großen Wohnungen oder Häusern leben und damit natürlich allen anderen, auch unseren neu dahergekommenen, den Wohnraum wegnehmen. Und das möchte man natürlich ändern. Ganz großer Punkt dahinter ist natürlich die sogenannte CO2-Erwärmung. Und da kommt auch jetzt das Umweltbundesamt ins Spiel. Die anderen Forderungen, die ich hier eben genannt habe, das waren politische Forderungen aus ideologischen linken Gründen. Und nun schießt man auch von der anderen Seite ein, dass das alles ganz, ganz böse ist. Schauen Sie mal. Gucken Sie mal hier. Umweltbundesamtschef fordert, dass Bürger der Umwelt zuliebe in kleinere Wohnungen ziehen. Also ich sag mal so, mehr als ein Zimmer für zwei Leutchen braucht man ja eigentlich nicht. Der Chef des Umweltbundesamts, Dirk Messner, spricht in einem Interview davon, dass man aus Klimagründen natürlich ein Umdenken im Bausektor brauche. Man sollte auf Neubau verzichten und stattdessen sollten Bürger lieber in kleinere Wohnungen ziehen. Jetzt schon würden einige in viel zu großen Wohnungen leben. Nur bevor wir mit dem Thema hier weitermachen, kleiner Einschub. Die gesamten bundesdeutschen CO2-Emissionen sind 0,016% der weltweiten, also rund ein Zehntausendstel. Also egal, was wir machen, ist komplett bedeutungslos. Aber sehen wir uns, bevor wir im Artikel weiterkommen, doch diesen etwas älteren Herrn hier mal an. Was das für einer ist. Dirk Messner. Schauen wir mal. 62 geboren, hat er wohl irgendwie das Abitur hingekriegt. Und dann sehen wir uns mal an, was er so gemacht hat. Eigentlich nicht viel. Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Braucht man das? Und was hat er eigentlich gelernt? Er hat Fächer studiert wie Politikwissenschaft und gut Volkswirtschaftslehre, aber das heißt ja nicht mit Abschluss, sondern vielleicht noch ein paar Vorlesungen gehabt. Das braucht kein Mensch, Politikwissenschaft. Und wissen Sie, was die schlechteste deutsche Universität ist? Das ist die Fachhochschule, das ist eine Fachhochschule in Duisburg. Und er war auch Geschäftsführer hier in der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. Ich kenne die nicht genau vom Ranking, aber die dürfte auch nicht viel besser sein. Also er hat Sachen gelernt, die man nicht braucht und an Hochschulen gelehrt, die wahrscheinlich grottenschlecht sind. Er war auch Mitglied der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Wieder zurück zum Artikel. Also der Herr ist von der politischen Ausrichtung ganz klar, woher der Hase läuft. Ja, gucken wir mal. Für den Klimaschutz sollen die Deutschen sich mit kleineren Wohnungen anfreunden. Das meinte der Chef des Umweltbundesamtes ja mit einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir werden auch über die Quadratmeterzahl, auf der Menschen leben, sprechen müssen. Ja, sehen Sie, es geht in Richtung Sozialismus. Da wird es vielleicht demnächst heißen, 20 Quadratmeter pro Person ist genug. Machen Sie sich schon mal auf die Wegnahme Ihres Hauses gefasst und den baldigen Einzug möglicherweise in eine Einzimmerwohnung. Und dann kommt wieder der übliche Spruch, da weltweit an 40% der Treibhausgasemissionen auf den Sektor Bau und Wohnen fielen, müssen wir da umdenken. Mit dem Thema geht es letztendlich um den Flächenverbrauch. Also liebe Freunde, es ist unglaublich, wohin die Reise geht. Die wollen Sie letztendlich in kleine und kleinste Wohnungen zwingen. Das wird kommen. Und am besten natürlich noch in irgendwelchen Plattenbau-Großsiedlungen. Da kann man sie dann auch sehr schön mit dem Blockwart ein bisschen im Auge behalten. Das ist so die Idee unserer Freunde.
Und wenn Sie dann in diesen Plattensiedlungen wohnen, dann wird man garantiert künstlich auch die Parkplätze verknappen oder abschaffen. Dann haben Sie auch kein Auto mehr. Und dann können Sie dann in Zukunft aus Ihrer Einraumbutze in der Platte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Supermarkt fahren, wenn Sie was einkaufen wollen. So sieht's aus, da weht der Wind her. Und wenn wir uns jetzt mal das hier weiter ansehen, gerade in Großstädten gäbe es dort Probleme, weil die Möglichkeit fehle, in kleinere Wohnungen umzuziehen. Aber die Leute wollen das doch gar nicht. Manche Menschen leben auch deswegen in viel zu großen Wohnungen, weil sie mangels Alternativen gar nicht umziehen könnten. Ja, und da wird man ihnen dann überhelfen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Und gleichzeitig keine neuen Wohnungen bauen. Das will man nicht. Man will lieber die großen Wohnungen klein machen, aufteilen. Und dass Sie dann so ähnlich, wie Sie es hier auch auf meinem Thumbnail, auf dem Titelbild dieses Videos sehen, dass Sie dann, wenn Sie ein bisschen älter sind, einsam und verlassen in so einer Einzimmerbuchte sitzen. Also, bauen wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen die geräumigen Wohnungen aufteilen in kleine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, fast wie im Knast. Also, liebe Freunde, passen Sie auf, wie Sie bei der nächsten Wahl wählen. Wenn Sie die CDU wählen, die sind letztendlich nur schwarz angestrichene Grüne. Die Grünen sind die Grünen, die SPD sind rot angestrichene Grüne und die CDU und die FDP sind gelb angestrichene Grüne. Jetzt wollen wir doch mal auf des Volkes Meinung gucken. Da schreibt einer, bitte veröffentlichen Sie mal, wie viele Quadratmeter Politiker, Beamte und Non-Government-Organisation-Chefs bewohnen und mit wie vielen Personen. Genau, das sollte man bei dem Herrn vielleicht auch mal überprüfen. Ne? Ja, sonst sehen Sie vielleicht selber mal den Artikel hier an. Hier schreibt auch einer, ich finde es auch besser, wenn alle Grünen in Erdlöchern wohnen würden. Dann könnten alle anderen Bürger wieder unbeschwert, glücklich und ohne Predigten dieser Klimasekte ein erfülltes Leben führen. Ja, genau, das ist der Punkt. Sie wissen ja, ich darf den Spruch gar nicht sagen, man blinkt zur einen Seite und biegt zur anderen Seite ab. Wenn ich den Spruch sage, dann habe ich hier wieder Probleme. Ja, auf jeden Fall geht die Reise dahin, die Renten aus ihren eigenen Häusern zu zwingen. Da wird es kommen. Dahin wird es kommen. Aber es ist Ihre Entscheidung, wenn Sie wählen. Wählen Sie nicht die genannten Parteien, dann wird die Situation garantiert in diese Richtung gehen. Gut, liebe Freunde. Lassen Sie sich nicht zu sehr frustrieren, aber denken Sie wirklich drüber nach. Es scheint einiges in diesem Lande zu drohen. Gut, liebe Freunde, also dann bis zum nächsten Video und noch einen schönen Abend.